Hier ist die Warsteiner Church, nicht im christlichen Sinne, sondern eher im künstlerischen. Da gibt es ja jedes Jahr eine Trauung und wir haben dieses Jahr das Novum, dass wir ein gleichgeschlechtliches Paar haben aus Berlin, zwei Jungs. Total sympathisch, echt nett. Wir freuen uns sehr. Die Kirche wird dieses Jahr deshalb auch ein bisschen bunter als sonst. Finde ich ein schönes Motto. Diversität, wir sind wirklich eine freie Stadt und deshalb ist auch das möglich. Und auch die Gemeinde Weeze, die Standesbeamtin, freut sich, wieder ein nettes Paar hier trauen zu dürfen. Ganz klar, so ein Festival produziert Müll, das ist keine Frage. Und natürlich ist es blöd, wenn gerade junge Leute mit der Bewegung Fridays for Future unterwegs sind und am Ende sieht ein Campingplatz aus wie Sau. Das wollen wir nicht. Wir haben natürlich auch verschiedene Konzepte, wie wir versuchen, Müll zu vermeiden. Wir fordern die Leute auf beispielsweise, dass sie nicht mit ganz viel Gerümpel ankommen, was sie möglicherweise gar nicht brauchen. Irgendwie zig Paletten Bier oder Ähnliches, die dann stehen gelassen werden. Sondern wir haben dafür extra einen Penny-Supermarkt, wo man gekühltes Bier kaufen kann, was auch wirklich ja, nur dann gekauft werden soll, wenn man es wirklich braucht. Außerdem ist es kostengünstiger. Das zweite ist natürlich auch, dass wir unterm Strich versuchen, Müll zu reduzieren. Wir haben sehr viel Kunst, sehr viel Upcycling, also Sachen, die wir in den letzten Jahren produziert haben, werden wiederverwendet. Und wir haben auch mal ausgerechnet, also grundsätzlich, was wir an so einem Festivalwochenende an Müll produzieren, sind etwa 2,5 Kilo pro Person. Ein Durchschnittshaushalt produziert pro Tag mit allem ungefähr 1,6. Das klingt, ehrlich gesagt, finde ich noch überschaubar, aber trotzdem, jede Chance, die man hat, um Müll zu vermeiden, sollte man nutzen. Der Verkehr ist natürlich immer eine spannende Sache bei Perucaville. Am Donnerstag kommen rund 40.000 Gäste zur Campsite. Viele kommen vormittags, alle kommen gleichzeitig, warum auch immer. Wir sagen, kommt bitte später, aber sie tun es trotzdem nicht. Wir sind sehr gut vorbereitet. Im letzten Jahr hat das Verkehrskonzept sehr gut funktioniert. Wir glauben auch, dass es dieses Jahr so ist. Dadurch, dass wir aber in diesem Jahr mehr Tagesgäste haben, ist es so, dass wir am Freitag, Samstag und Sonntag Mittag ein bisschen mehr Verkehr auf den Straßen rund um Weeze erwarten. Aber auch das sollten wir abgefrühstückt bekommen. Wichtig ist noch für diejenigen, die mit dem Zug kommen, dass wir in den Nachtzeiten in diesem Jahr keinen Schienenverkehr haben, sondern einen Busverkehr. Es gibt spezielle Linien, einmal für jeden einzelnen Bahnhof bis von Weeze nach Düsseldorf und direkte Linien nach Duisburg zum Hauptbahnhof und nach Krefeld. Und ich glaube, das ist eine sehr komfortable Lösung für alle, die mit dem Zug nach Hause wollen.